Vom flüssigen Gold kommen wir jetzt zu ja, sehr kurvigen Männerträumen. Driften ist Fahren im absoluten Grenzbereich. Der Sound, aber vor allem eben die Bewegung. Dieses Gefühl wollte ich erschaffen. Mein Name ist Martin Müller, ich bin 42 Jahre und ich komme aus Speyer am Rhein. Egal ob Autos, Flugzeuge oder Hubschrauber, seit Kindheitstagen ist Martin von ihrer Technik fasziniert. Aber eben im Maßstab 1 zu 10. Modellbauentwicklung mache ich jetzt schon seit über 20 Jahren. Überwiegend im Flugmodellbau, Helikopterbereich. Vieles, was man da heute so in den Märkten kaufen kann, haben wir damals Grundsteine gelegt dafür. Aber das realistische Driften von Modellen hat ihn schon immer am meisten gereizt. Da ist schon ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Die Idee entstand schon 2003. Doch erst seit in den letzten Jahren die Smartphone-Technologie sich so dramatisch weiterentwickelt hat, war es möglich, diese auch so umzusetzen, wie ich sie mir vorstellte. Jahrelange Entwicklungsarbeit und enorm viel Tüftelei haben sich ausgezahlt. Denn dieses Modell ist einzigartig. Wir haben etwas erschaffen, womit man die Faszinationen des Motorsports eigentlich immer und überall erleben kann. Wenn ich das so in die Realität bekomme, dann wird es was sein, was ganz, ganz viele Menschen viel Freude machen wird. Ja, Freude ist immer gut, deswegen herzlich willkommen, Martin Müller. Guten Abend, mein Name ist Martin Müller und ich habe Drift erfunden. Schon als kleiner Junge konnte ich mich für alles begeistern, was ferngesteuert war. Und schon damals hat es mich gestört, dass diese ganzen Modelle und Spielzeuge zwar so aussahen wie ihre Vorbilder, sich aber nie so bewegt haben. Und aus diesem Traum heraus ist letztendlich Drift entstanden. Und Drift ist ein Rennspiel, das erste Rennspiel überhaupt, bei dem die Fahrzeuge tatsächlich genau so fahren wie ihre realen Vorbilder in der echten Welt. Um das zu erreichen, haben wir zum einen eine App entwickelt, eine Fahrsimulation, die auf dem Smartphone läuft, die man sich herunterladen kann. Und zum anderen habe ich eine Mechanik entwickelt oder erfunden, eine Technik, um diese kleinen Racer hier in die Lage zu versetzen, so zu fahren, wie es eine Simulation auf dem Smartphone berechnet hat und nicht so, wie er es von sich aus tun würde. Und es ist quasi so, dass wir letztendlich ein Computerspiel haben, bei dem wir die Möglichkeiten, die Smartphones heutzutage bieten, nutzen, aber gleichzeitig den Spieler wieder aus dieser virtuellen Welt heraus, vom Bildschirm weg, zurück in die Realität holen. Und das Ausgabemedium in die Realität ist quasi dieser kleine Racer hier. Ja, und wie das dann in der Realität aussieht, das zeige ich euch jetzt mal kurz live. Ich stelle den mal hier auf den Tisch, auf meinen Home Racetrack. Und kurz Handy anmachen. Genau. Und jetzt habe ich hier ein Menü, ganz normal, kann mich hier, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera vielleicht sogar sieht, einmal mit dem Fahrzeug verbinden. Kann jetzt hier auch Licht anmachen. Und statt. Ganz mal wichtig. Ja, wichtig, also es ist ja halt sehr spät. Genau. Und dann starte ich natürlich erstmal den Motor, wie es sich gehört. Ja. Sie haben schon alle Männer im Publikum überzeugt. Ja. Und dann kann ich fahren, wie in einer Simulation, nur ich schaue halt nicht hier hin, ich schaue dahin. Super. Und um das mal kurz zu demonstrieren, ist ja so, darin wird ja wirklich das Fahrverhalten dieses echten virtuellen Autos berechnet. Also in dem Fall jetzt ein V8 mit 550 PS, 1,6 Tonnen Masse in etwa. Und wenn ich jetzt hier beschleunige, dann macht der kleine Racer das nicht so wie ein Modellauto, sondern eben ganz genau, wie die Simulation ihm das vorgibt. Und genauso lang ist eben auch der Bremsweg dann hinten. Und das sieht dann so aus. Genau. Ich bin
Und ihr seht schon, dadurch, dass das Ganze maßstäblich und realitätsgetreu passiert, habe ich plötzlich über so ein Modellauto eine ganz andere Kontrolle. Und deswegen brauche ich eben tatsächlich kein Leitsystem mehr, nicht mehr wie früher die klassische Carrera-Bahn, irgendwelche Schienen, damit ich im Wohnzimmer auf engem Raum Rennen fahren kann, sondern ich kann wirklich auf dem Schreibtisch in der Mittagspause, auf einem freigeräumten Esstisch, ich kann überall das Auto auspacken, Handy habe ich eh dabei und kann spannende Rennen fahren gegen meine Freunde oder wie auch immer. Und das ist das Besondere an Drift. Und ja, warum das ganze Ding Drift heißt, das zeige ich euch am besten jetzt mal live. Joko. Danke. Keine weiteren Fragen, außer vielleicht darf ich mal fahren. Ja, ich wollte es gerade sagen. Na los, ran mit dir. Ja, darf man mal ausprobieren? Das ist ja, ja, klar. Wahnsinn. Du musst. Aber das ist halt. Servus, Joko. Hi, servus. Aber das halt nur zum Verständnis, das heißt, der hat die gleiche Fahrphysik, das gleiche Fahrverhalten wie das Original, was dann hinterlegt ist. Kann genau, man das so sagen? Genau. Stell dir vor, du sitzt an einem Computer bei einer komplexen Fahrsimulation, nur dass du eben nicht mehr auf den Bildschirm schauen musst, sondern das Ganze in echt passiert. Okay. Ja? Genau. Ich bin da. So, wo fährst du? Hier unten auf der... Ich glaube, wir stellen ihn lieber mal auf dem Boden. Ja. Wir haben das auf dem Boden gebaut. Von der Rennstrecke. Man kann ja überall fahren, das ist das Schöne. Aber natürlich kann ich mir auch mal einen Racetrack bauen und kann das Ganze natürlich dann entsprechend weitertreiben, ne? Hockenheimring nachbauen, was auch immer. Aber für den Anfang ist es eigentlich schon, hat man genug zu tun. Erstmal du glaubst, ich kann kein Auto fahren, stimmt's? Ich stelle gleich da. Einfach mal an, okay? Aber was muss ich machen? Ich zeig dir das. Genau, also pass auf, du hast hier auf der linken Seite die Bremse. Okay. Ja. Ah, okay, ja. Viel Bremse, wenig Bremse. Aber wo ist das Gas? Das ist doch das. Ja, auf der anderen, auf der rechten Seite, wie in Wirklichkeit ja auch. Gaspedal rechts. Ja. Hier ist Gas, genau. In der Mitte wäre noch die Handbremse, da kommen wir dann später dazu. Und lenken durch Neigen zum Boden hin. Ah, ja. Das ist ja verrückt. Ja, sehr gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nee, nicht mehr. Ja. Ah, boah, ist aber gar nicht so leicht. Bremse. So, Joko, Tunnel. Wie schnell fährt ihr denn? Also gerade bin ich 200 gefahren. Nein. Sicher nicht. Servus. Der kann momentan bis 200 fahren. Aber gibt's noch einen zweiten? Können wir battlen? Das ist gar nicht so leicht. Die Frage ist tatsächlich eher... Keiner gesagt. Wie lang brauche ich denn, um das zu beherrschen, so wie Sie oder du es gerade beherrscht haben? Das ist ja wie bei einem Spiel. Wenn er jetzt in deine Richtung kommt, muss ja... Andersrum denken. Sag mal so, es ist am Ende. Ich vergesse mal zu bremsen, Klassiker. Ja, das Bremsen hilft manchmal. Wer bremst, verliert. Ne? Okay. Und das Schöne ist aber, man steigert sich halt permanent. Man kommt immer mehr Kontrolle und es hört dann auch nicht auf. Wie lange brauche ich, um das so zu können wie du? Es geht ziemlich schnell. Also man hat dann nach einer halben Stunde üben, hat man das schon so weit raus, dass man Spaß hat, dass man so wie ich jetzt mit die Gläser driften kann. Ja. Zeig doch mal bitte hier, wie ist noch mal was anderes aussehen kann, wenn man ein bisschen geübt hat. Ah, der Sound ist schon auch ganz cool, geil. Ne? Du fährst sogar mit angezogener Hand. Ja, klar. Launch Control. Sieht ja total echt aus, wa? Echt. Hammer. Der Wahnsinn. Sehr gut, funktioniert, kann man sagen. Echt großartig. Vielen Dank, Martin Müller und sein Drifter. Jetzt hast du nicht probiert. Später. So, liebe Jury. Ach, schade. Dankeschön. Vielen Dank. Setzt euch bitte. Habt ihr noch Fragen an Martin? Ich habe irgendwie immer. Wollt ihr noch was wissen? Ich habe immer die Aufgabe, hier scheinbar nach dem Preis zu fragen. Ich glaube, hier, das ist echt ein kleiner Männertraum. Ne? Damit kann man überall spielen, nimmt das einfach, steckt das in die Hosentasche, Thema ist erledigt. Aber ich glaube, Frauen finden das auch ganz cool, oder? Ja. Aber was kostet sowas tatsächlich? Und? Wir kamen nicht dazu, es auszuprobieren eben. Ah. Machen wir dann noch. Hast du nicht ausprobiert, Lena? Nee. Ist mega geil. Ihr habt mich gelassen. Und so einfach. Super. Aber jetzt kam die Frage, was kostet das Driftcar? Ja, also das Auto kostet, so wie es da ist, 199 Euro.
Cool. Es ist gelb. Man muss aber dazu sagen, es ist wirklich halt ein High-End-Produkt. Es ist komplett made in Germany. Bis hin zur Verpackung. Wir ziehen das an der Stelle auch wirklich voll durch. Und haben dadurch auch ein Produkt, das halt eben auch langfristig dem Kunden diesen Nutzen bietet. Was Service angeht, was eben Weiterentwicklung angeht. Das Fahrzeug ist im Prinzip die Basis. Und dahinter steckt ja eigentlich ein komplettes Computerspiel. Und dieses Computerspiel, das fängt jetzt erst an, sich zu entwickeln. Mhm. Was also Rennmodis angeht. Wir haben da noch einen Sensor drin, der verschiedene Dinge erkennen kann. Und dann kann man da wirklich ein Game draus machen. Da wollen wir auch hier langfristig hin. Ja? Und deswegen ist das sozusagen ein Tool, ein komplettes Computerspiel, das eben seinen Preis hat. Großartig. Also ich meine, das ist Wahnsinn, Martin Müller, tolle Erfindung, Drift Car.